was geht. Wir waren gerade beim Barber. Ja, jetzt fahren wir für ein paar Tage nach Köln. Mal gucken, was da so abgeht. Ja, Mann, wir wollen auf jeden Fall shoppen gehen. Wir haben ein paar Missionen. Wir brauchen Boots. Vielleicht noch irgendwelche Balenciaga-Pieces. Und wir brauchen auf jeden Fall Jacken. Wir wollen deswegen auch ein bisschen Vintage shoppen gehen. Es kommt noch ein Vintage-Vlog. Der Bro geht jetzt auf das Klo hier. Ja. Das werdet ihr jetzt noch ein paar Mal sehen in diesem Vlog hier. Aber wir pranken ihn jetzt. Ich nehme ein bisschen was von dem G-String von ihm und mach das in seinen Red Bull. Da kommt nichts raus, Mann. Drück ein bisschen. So, wir sind jetzt angekommen. Das hier ist unser Zimmer. Wir sind im Courtyard bei Marriott, heißt es, glaube ich, in Köln. Ist auf jeden Fall ein geräumiges Zimmer. Zwei Einzelbetten, ganz wichtig. Können wir ja noch zusammenschieben. Ja, wir gucken die View. Atemberaubend. Sieht sehr nice aus, auch der Spiegel. Kleiner Fit-Check einmal. So, was ist ab? Wir haben endlich unser Essen. Wir sind bei Five Guys. Cajun Fries, zwei Cheeseburger mit Doppelpatty, ganz wichtig. Fanta Peach und Cola Limette, aber schmeckt ass. So, wir gehen jetzt zum Store Atelier, glaube ich, heißt der. Der wurde uns empfohlen. Ja, man, mal abchecken, was die so haben. Geht euch mal die Jacke hier, Leute. Crazy Piece eigentlich. Sieht schon hart aus. Rig-Jacken, also möglich. Armani Slides haben die auch, aber ich glaube, die sind relativ klein von der Size. Hier. Einfach die Jumbo Lace. Die haben ja auch die ganzen Wade Spawner Sachen, aber bei Luisa Veroma gab es die auch im Sale, also lohnt das nicht so wirklich, das hier zu holen. Okay, kleines Fazit zum Store. Die hatten auf jeden Fall nice Sachen da. Viele Sachen aber leider nur in Frauen-Sizes wie die ganzen Rigs und so weiter. Bisschen schade. Ja, wir steppen jetzt zum nächsten Store in der Hoffnung, dass ich hier irgendwo Balenciaga finde. So, mein Bro wollte gerade diese Tracks sich anschauen, aber der Store hat nur bis 17 Uhr offen. Das heißt, im Vintage-Laden. Wir kommen morgen wieder, oder? Wie findest du Weekday bis jetzt? Okay, Weekday war auf jeden Fall L. Also hier sind irgendwie nur Frauenpieces, mal gucken. Also am Parfüm haben die hier alles. Hier haben die richtigen Sachen. Ja, Mann, das ist heftig. Schuhtechnisch und so haben wir jetzt nichts gefunden, leider. Düfte hatten die aber viele krasse, kommen wir morgen auf jeden Fall nochmal wieder gucken. Nur die Runner, aber Frauen-Sizes. So, der Bro probiert hier jetzt mal das Bomberlederjacke an. Gehen wir ein bisschen nach hinten und so. Ehrlich, für Zara, die kommt schon gar nicht so schlecht. Aber so dieser Plastik. Vielleicht Zipper, plastikmäßig auch. Dieser Zipper, Digga, der sieht so. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie mag ich sowas nicht. Also ich sag ehrlich, diese Hose, die kann schon was. Sieht gar nicht so schlecht aus für Zara, muss ich sagen. So, wir haben jetzt ungefähr 1,5 Stunden oder so auf dieses scheiß Essen gewartet. Ja, der ist die ganze Zeit hier ins Hotel gefahren. So, ich liebe ja mexikanisch, ne? Vielleicht überzeugt es geschmacklich, vielleicht haben wir noch Glück. Ich hoffe, Digga. Ja, also abschließend. Schmeckt auf jeden Fall gut. Ja, war lecker. Aber 15 Euro, ich bin niemand, der so irgendwie hier sparfuchsmäßig unterwegs ist, ne? Aber, also ehrlich nicht, aber 15 Euro ist schon frech. So, ich habe heute tatsächlich ein Pickup getätigt aus Frust, und zwar diese Hose bei Zara. Aber ich muss sagen, die kommt schon wirklich nicht schlecht, so. Die hat schon wirklich was. Die war runtergesetzt auf 30 Euro. Ist auf jeden Fall in Ordnung, oder? So. Ich mach Anmoderation, ne? Mhm. So, guten Morgen. Wir sind jetzt im Hotel. Es ist morgens. Und das Wetter ist ein bisschen regnerisch auf jeden Fall. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Mal check. Ein Urgency Files Shirt. Wir ziehen uns jetzt an, machen uns fertig. Dann steppen wir in die Stadt oder so. Gehen erstmal was frühstücken. Und ja, Mann. Let's go. So, kleiner Fit-Check hier einmal. Balenciaga. Sarah von gestern, Balenciaga. Hallo, wie viel ist dein Outfit wert? Ich denke so um die 40 Euro. So, wir sind jetzt unterwegs, wir wollen gleich frühstücken gehen. Der Laden heißt Bon Armee, glaube ich. So, wir haben jetzt schon mal so frisch gepressten Orangensaft, der ist jetzt schon da. Und Chai. So, das Essen ist jetzt auch da, es sieht überkrass aus. Ja, wir tryen das jetzt mal. So, wir haben jetzt aufgegessen, Frühstück war crazy. Das Beste, was ich je gegessen habe, wirklich. So, wir sind jetzt bei so einem Bubble Tea Laden auf seine Empfehlung. Er war schon ein paar Mal hier. Und du hast auch schon hier.
So, das sind jetzt unsere Bubble Teas. Let's go. Taste Test, was sagst du? Das ist der. Hier, das ist der Laden, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Hier, der Store hat doch einfach Chromarts-Brillen, auch sehr nice. So, erstes Pickup für den Tag. Jetzt sind wir hier bei Overkill. Ich habe diese Jacke hier gefunden. Ich schwöre, die kommt. Die ist schon hart. Die haben hier auch alle möglichen Beerbricks, also wirklich sehr viele. Vielleicht haben die auch nochmal einen kleinen hier. CP Company und so weiter. Fließjacken und alles. K hat natürlich auch übertrieben viel. Die auch sehr hart. Was sagst du? Crazy. Kommt schon. Hier auch für die ganzen Stussy-Fanboys auf jeden Fall ordentlich was am Start. Sieht auch gar nicht clean aus. Das wäre ein krasser Pickup. Ich bin gar nicht so der Bio-Fan, aber der ist hart. Ja, vielleicht hole ich später noch bei Overkill die Jacke, aber jetzt gehen wir erstmal zum Atelier Archive. Crazy Brands haben die auf jeden Fall am Start. Schönes Autopark davor. Let's go, würde ich sagen. Ehrlich, einer der besten Stores bisher, muss ich sagen. Hier ist IHL und so weiter. Auch crazy viele Ledersachen hier. Crazy, wenn More Pieces haben die hier, Mann. Also den Store müsst ihr abchecken, Leute, wenn ihr mal in Köln seid. Auch sehr krass. All I see is number. Yeah, rain on my umbrella. The 808s like thunder. Yeah, pretty bitch. Hot just like a stove in the summer. Yeah, stupid lit. We smoked dope and thought through the honey. Yeah. Ja, der Brother hat auf jeden Fall jetzt sein Pickup gemacht. Ich wollte schon sehr lange haben. Er hat auf jeden Fall ein bisschen bessere Laune als ich, glaube ich. So, das war jetzt nur relativ spontan, aber ich habe erst bei Weekday auch noch eine Hose gekauft, weil ich brauche noch eine nice Hose für die neuen Boots. So, wir sind jetzt nochmal im Hotel, machen es nochmal fresh. Ganz wichtig. So, jetzt gehen wir wieder in die Stadt, wir waren gerade kurz im Hotel. Gerade Malik so. Yeah. Immer noch eins der schönsten Autos ever, ohne Scheiß. Auch eine crazy Farbe mal. So, wir haben uns jetzt so E-Scooter geholt. Bro holt sich auch gerade ein. Es ist schon relativ spät jetzt, die meisten Stores haben schon zu. Wir gehen jetzt noch was essen nehmen und dann gehen wir auch ins Hotel wieder. So, es ist 9.55 Uhr am nächsten Morgen. Wir haben unsere Sachen gepackt und wir gehen jetzt auschecken, bringen die Sachen ins Auto. Dann gehen wir frühstücken und dann gehen wir nochmal shoppen. Ich habe mir bis jetzt noch nichts gekauft, bis auf eine Hose von Zara. Da müssen auf jeden Fall noch die ein oder anderen Pickups getätigt werden, glaube ich. So, guten Morgen, Leute. Wir sind jetzt wieder unterwegs, wie gestern, zu Boname. Heute ist auch ausnahmsweise das Wetter mal sehr schön. Ausgerechnet am letzten Tag, wo wir hier sind. So, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt nicht aus der Großstadt komme. Aber Bro, wie kann man denn hier wohnen? Wieder fast das gleiche wie gestern, nur diesmal haben wir noch so einen Cookie und Miniman. Let's go. So, wir waren jetzt hier in dieser Parfümerie. Kann ich nur empfehlen, sehr nettes Personal. Die haben wirklich Top-Düfte da. So, erster Pickup wurde getätigt für diesen Tag. Einmal Aquawood von Mancera. Der Bobo geht dir gerade eine Jacke an. Die geht hart, was sagt ihr? Kommt schon krass. Ja, heute ist, glaube ich, eher sein Tag, was Shopping angeht. Wir gehen jetzt noch zu Rituals. Wir wollen noch irgendwie ein paar Duftkerzen oder so mitbringen. LFDY Store haben die hier, by the way, auch. Also ist jetzt nichts für mich, aber das checken wir jetzt ab. Der Bro schwört auf jeden Fall darauf. Leute aus Köln kennen das bestimmt schon. Mein Bro meinte auch, müssen wir auf jeden Fall tryen. Ich zeige euch die gleich aber im Auto nochmal. Das ist mein Kleinwärmer, mir so crazy gegangen. Ich weiß noch, den hatte ich damals. Den hattest du, ne? Also die alte Version. Ich habe solche Mystery-Figuren geholt. Das kommt immer krass. Hier ist so einer, der hat so eine Waage mit gehabt, der uns jetzt gewogen. Wir müssten jetzt eigentlich diesen Inspektor haben da. Und so einen mit einer Prothese. Mal gucken, ob es geklappt hat. Hat sich ganz geklappt. Ich habe einmal diesen hier. Der hat diesen hier. Wir hier noch ein paar Sachen Skincare, wie ist das? Ein bisschen was geholt für Sephora. Ja, und ich habe auch noch was für 1000 mitgebracht. So, wir haben jetzt ausgecheckt, packen jetzt die Sachen ins Auto. Wir haben uns vorhin noch ein paar Getränke für den Weg geholt, um was zu essen. Das sind jetzt, by the way, meine Pickups von heute. Und
Das ziehen wir uns gleich im Auto noch rein. Der Bro zieht seine Schuhe an, weil die sehr ungemütlich sind. Danke für die Fahrt auf jeden Fall am Start. So, was geht, Leute? Wir sind jetzt auf dem Rückweg. Aus irgendeinem Grund müssen wir jetzt über die A1. Das wollten wir eigentlich vermeiden. Abonniert auf jeden Fall auch mal den Kanal. Die Tage kommen noch ein Vintage-Vlog und noch weitere Videos sind geplant. Also wir waren jetzt im Nachhinein doch erfolgreich mit Shopping. Ja, wir haben eigentlich das bekommen, was wir wollten. Ich habe leider keine Boots bekommen. Auch keine Balenci 3XL oder so. Das war eigentlich noch so eine Sache, die ich gesucht habe. Aber ich habe Parfüm gefunden. Ich habe mir eine Jacke geholt. Noch ein paar Kleinigkeiten. Noch ein paar Mitbringsel haben wir auch geholt. Er hat auf jeden Fall seine Boots bekommen, die er haben wollte. Yes. Ah, okay. Wie gesagt, abonniert auf jeden Fall den Kanal.